Herzlich willkommen zurück zu Pixel Junks Shooter Ultimate und ja, ihr seht, ich habe mich, oder ihr hört's, ich habe mich ein wenig beruhigt, was das Ganze angeht, was alles in der letzten Folge passiert ist. Ja. Oh, ein Level Up. Und und ich musste mich ein wenig beruhigen, weil das war echt, also das war so ein Dingen, wo ich sag, meine Güte. Und das war vorm letzten, ihr seht's, das ist das letzte Level jetzt hier von dem Bereich. Meine Güte. Das gibt's doch gar nicht. Mann, das hätte so schön. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ah, hier. Das hätte so schön funktionieren können. Naja, egal. Ich habe da kein Problem. Dann mache ich es halt nochmal. Mein Gott. Oh, Laser. Oh, oh. Oh nein, den hätte ich vorher retten müssen. Ah, den Laser muss ich aktivieren, okay. Sehr schön. Und jetzt? Wo ist der Ausgang? Wo muss ich hin? Weil da kommt Lava. Hallo? 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 Oh, oh. Ach ja, da oben muss ich hin. Ah, schön. Ja, explodier doch. Mann, explodier doch! Warum explodiert es denn nicht? Wieso explodiert denn die Bombe nicht? Hallo? Ey, ist denn sowas möglich? Wieso explodiert denn die Bombe nicht? Och nee, ne? Ah, oh, das glaube ich ja jetzt nicht. Ey, das ist ja jetzt echt ein Fail. Wieso explodiert denn die Mine da nicht? Och, kommt, ey, das ist doch jetzt... Ey, das Spiel will mich doch jetzt auch verarschen, ne? Das Spiel will mich doch jetzt echt verarschen. Das meint auch, weil ich jetzt immer das Spiel gelästert habe wegen dem letzten Level. Ey, meint es jetzt, müsste mich jetzt hier im Grund und Boden niedermachen. Ja, das wüsste ich aber. Aber ohne mich, ohne den Flex, ohne mich, ja, ohne mich. So. Also. Da habt ihr euch mit den Falschen angelegt, sag ich euch nur schon mal. So. Das heißt, da muss ich viel, viel schneller auf die Mine drauf zugehen. Ja, ja. Komm, explodier. So, oder vielleicht schon mal im Voraus schon mal drauf. Plästern, drauf ballern. Na, den hätten wir. Jetzt weglasern und dann schnell nach Hause außen rum. Also hier so rum, da lang. Na komm. Puh. Oh, meine Nase ist aber richtig zu jetzt hier. Da müssen wir, glaube ich, gleich mal in der Pause mal die Nase schnauben. Ja, natürlich. Sonst geht's euch gut. Gott sei Dank. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Ja. Wir haben das vorletzte Level vor dem Bosskampf-Level. Vor dem Bosskampf-Level? Ja, genau. Vor dem Bosskampf-Level. Und ihr seht, wie gesagt, wir haben 403 Diamanten. Ich habe vorher in der Pause so ein bisschen Diamanten gesammelt. Und, ja. Überlebenskünstler. Und somit wird diese Folge wahrscheinlich auch die Finalfolge werden. Aber schauen wir mal. Erstmal, ich möchte da noch nicht zu viel versprechen. Wir haben ja gesehen, in der letzten Folge war es ja ganz schön heikel, was das anging mit Finalfolge. Wow, 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 wow.
Ne, ich möchte nicht zu viel versprechen. Wir haben ja gesehen. Wo geht's jetzt hier über lang? Ah, hier geht's lang, da geht's lang, dort geht's lang. Ja, super. Da ist aber ein Diamant. Haha. Überlebenskünstler, was könnte das denn heißen? Ich bin gerade mal überlegen, was es heißen könnte. Dass man da vielleicht seine besten Fähigkeiten unter Beweis stellen muss, irgendwo bei dem Endgegner. Was man alles gelernt hat mit Feuer, Eis und so. Mit Feuer, Wasser und hast du nicht gesehen? Bonuslevel? Nein. Uah! Okay. Ach, das Ding explodiert dann immer. Also, uah. Wow. Oh nein, was war denn jetzt? Was war denn jetzt? Ich nehme alles zurück, wenn ich gesagt habe, Finalfolge, ja. Ich bin... Oh, nein, da erschieße ich auch noch einen von unseren Kollegen. Also, wissen wir schon mal, dass wir... Hier ist die Tür. Dass wir hier gleich Besuch kriegen werden. Von der... Nein. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich muss so aufpassen hier, was ich hier tue. Deswegen auch Überlebenskünstler. Jetzt kann ich es eigentlich mal beweisen, ob ich es kann oder nicht. Hey, hier oben ist auch ein Männchen, aber das kriege ich noch nicht irgendwie. So. Den Kollegen nehmen wir auch mit. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier jetzt da den kriegen, da hinten den Kollegen. Weil anscheinend schießt er ja nicht immer, oder? Ah doch, okay. Was bringt uns das denn? Bringt uns das irgendwie weiter? Kann man den irgendwie manipulieren? Ja, man kann ihn irgendwie manipulieren, dass er ein bisschen woanders hinschießt, okay. Oh nein, jetzt geht man an diesem scheiß roten Abschussteil kaputt. Oh, das gibt's doch jetzt nicht, ne? Das glaube ich ja jetzt nicht, ne? Ja, ist okay, komm. Mann, ey, das ist doch jetzt nicht... Das ist doch irgendwie, ne? Gehe ich da tatsächlich an den scheiß Dingen kaputt da? Boom! Ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Oder kriegen wir irgendwo hier Licht, eine Lichtquelle her? Von irgendwo. Weil die anderen Bereiche können wir ja irgendwie nicht ausstrahlen, so wie es aussieht. Schon ein bisschen merkwürdig. Naja. Ab wann schießt das Ding denn? Ah, jetzt okay.
Ah, ja. Aber wo müssen wir denn hin? Anscheinend muss oben, sind oben noch welche Personen? Aber wie sollen wir denn da? Das kann ich nicht einsammeln. Das kann ich nicht einsammeln. Kommt es denn zu? Okay. Aber ich kann es auch nicht beeinflussen irgendwie. Also ist... Da ist scheint auch noch einer zu sein. Ja, aber wie soll ich denn da Licht reinbekommen? Bin ich blind? Sehe ich wieder irgendwas nicht? Hier ist der Diamant, ja. Aber was sehe ich denn hier schon wieder nicht? Bin ich jetzt schon wieder so blind? Aber hier sterbe ich doch sofort, wenn ich da reingehe. Natürlich sterbe ich da sofort. Hallo? Kann da nichts machen. Das Ding schießt und dann schießt es und dann ist das Thema auch durch. Dann muss ich das nach. Dann muss ich das nach hier schießen, irgendwie, wenn er rauskommt. Wow, aber so schnell. Oh, so schnell kann man gar nicht schießen! Das bringt doch gar nichts, oder? Wow. Geht's hin? Also meiner Meinung nach bringt das gar nichts. Und ich bin echt überfragt. Also, ich weiß wirklich nicht, wo es weitergeht. Ah, nein, 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 nein. Das schaffe ich doch nie im Leben. Na, ich wusste es, ey. Mann. Ich weiß nicht, wie ich da weiterkommen soll. Ich verstehe es nicht. Ich würde es gerne verstehen, aber ich verstehe es nicht. Das hätte doch mal einer sagen müssen. Das hätte doch mal einer einen sagen müssen, dass es hier sowas gibt. Natürlich. Jetzt leuchtet es auch ein. Jetzt kann es auch funktionieren. Aber dass das da oben so doof in der Ecke gewesen ist, also das hätte man ein bisschen irgendwie deutlicher machen können. Dass man da ein bisschen deutlicher ist, angezeigt bekommt. Hier, pass auf, hör mal, hier musst du hin. Ah, das ist natürlich blöd. Ich entschuldige mich für meine eigene Dummheit. Oder beziehungsweise für die Dummheit des Spiels. Da kann ich ja nichts für. So, ja, dann ist natürlich... Dann ist natürlich jetzt ganz klar. Oh, sorry. Wie Spielende? Hä? Wieso Spielende? Natürlich will ich fortfahren. Hä? Ach so, wir haben zu viele von unseren Teamkameraden verloren. Ach so. Ach so, ja, alles klar. Natürlich. Tut mir auch leid.
Das. Oh nein. Ja. Also wird die Folge doch immer länger haben. Nicht so, wie ich vermutet habe, die letzte Folge. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, auf die. Oh Mann. Stimmt ja. Die Kollegen habe ich ja gar nicht mehr geachtet. Weil wenn man alle Teamkameraden, die unten rechts am Bildschirm ran sind, wenn man die verliert, verliert man auch quasi, das ist quasi so das Leben, was man hat. Dann verliert man quasi auch den, da habe ich schon wieder einen erschossen. Der schwimmt da so ein bisschen im Wasser, der treibt da so ein bisschen rum. Ich weiß, dass hier oben ein Diamant ist. Den werde ich doch gerne mitnehmen. Also ich weiß, wo die Diamanten hier sind in dem Level, weiß ich mittlerweile besser wie alles andere. Hallo? Und wo die Gegner spawnen natürlich. Weil ich das Level jetzt schon in- und auswendig kenne. So. Krönchen bleibt hier. Wer fehlt uns denn jetzt noch? Ach ja, er hier. So, somit haben wir es. Mein Gott, hat das lange gedauert. Das gibt's doch gar nicht. Ist ja der Wahnsinn. Ist ja der Wahnsinn. Ist ja der Wahnsinn. Ist ja der ultimative Wahnsinn. Uah, und ich bin total überfordert gerade. Kriege ich denn hier auch mal Licht oder wie sieht das aus? Oder muss ich mir selbst hier mit Licht irgendwie behelfen? Ja, super. Ganz toll. Ja, toll. Ja, ich leuchte. Das reicht doch, oder? Reicht das nicht? Hä? Jetzt weiß ich, warum das Level Überlebenskünstler heißt. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Oder was ich zu tun habe. Nein, 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 Mann! Mann, ey, da kann man auch nichts gegen machen, wenn man da einmal. Oh, komm! Wenn man da einmal verschissen hat, dann hat man da verschissen. Und die können ganz schön nervig werden, die Kollegen. Wie sie da rauskommen aus ihren Löchern. Mal wieder der mit der Rakete. Aber ich habe auch Raketen, Kumpel. So, da haben wir Gott sei Dank unseren Umkehranzug. Und da gibt es ein Level Up. Das heißt, wir kriegen unser Gesundheitsbonus wieder. Umkehranzug. Jawohl, sehr schön. Sehr, sehr schön. Brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Erstmal durch ihn weg. So. Okay. Wie muss ich ihn jetzt nutzen? Muss ich ihn hier irgendwie nutzen jetzt oder wie? Ja, ich glaube schon. Ah, da oben sind noch Kollegen. Da sind noch Passagiere, die wir noch mitnehmen müssen. Das ist natürlich auch interessant. Na, ist gut, ist gut. Mehr brauchen wir nicht. Das reicht schon. Wow, cool.
cool, 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 cool. So. Auf geht's nach Hause. Da könnt ihr riesige Augen machen. So. Ist ja der Wahnsinn. Was haben wir hier? Oh, oh. Oh. Wow. Wie Sie sehen Sie nichts und weil Sie nichts sehen, sehen Sie morgen. Und warum, weshalb und wieso und hast du nicht gesehen und... Nein. Ja, woher soll man denn wissen, dass man da unten abbiegen muss? Dann ist es doch so ein Fail. So, dann wollen wir mal. Jetzt können wir wahrscheinlich unsere Taschenlampe, oder? Ja, Lichtanzug. Sehr schön. Das ist natürlich super. Ja. Hat er sich jetzt verwandelt, der Typ, oder? Hab ich das... Ach, die kommen wieder, die Kollegen. Ja. Wie habe ich die vermisst? Die kann man also nur im Licht zerstören, so wie es ausschaut. Aber die werde ich jetzt einfach mal links liegen lassen. Da ist ein Diamant, ein Diamant. Ein bisschen penetrant sind sie schon, oder? Also, muss ich jetzt mal sagen. Sie nerven ein wenig, nerven sie. Aber naja, gut, das sind andere Gegner, sind das auch. Lass los, waren wir jetzt hier schon? Nein, hier waren wir noch nicht. Hier haben wir noch nicht dran gezogen. Ah, Licht! Sehr schön. Da haben wir wenigstens so ein bisschen schon mal was gesehen. Wow, jetzt werden es aber viele, ne? Wow, hallo, hallo, hallo. Ja, ich habe ihn erschossen, ist egal, aber ich muss den. Muss irgendwie raus aus dem Loch. Ja, komm, geh weg. Weil sonst habe ich hier gar keine. Oh, wo war denn hier der Ausgang jetzt? Hallo? Oh! Oh. Ja, Leute, das ist ja unglaublich, das ist ja der völlige Wahnsinn hier. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, zieh! Okay. Was heißt das jetzt für uns da unten? Achso, okay. Alles klar. Ein Umkehranzug wahrscheinlich. Ja, genau. Der uns dazu bringen soll, durch die Lava zu schwimmen. Aber da kommen wir noch nicht hin. Ja, und wir sind gestorben. Aus wieder unerklärlichen Gründen. Warum ich da runtergeflogen bin, weiß ich jetzt nicht. Naja, ist ja auch egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in einer weiteren Folge Pixel Junk Shooter Ultimate. Also, macht's gut. Ciao.